Schalömmchen, liebe Gemeinde, und herzlich willkommen zum dritten Buch Mose, auch genannt Levitikus. Ich bin's wieder, Gott. Ich weiß, dass dieses Buch so ein bisschen einen Ruf als Partykiller hat. So viele Regeln und Vorschriften, was hat das Ganze denn mit uns zu tun? Aber wie wär's? Ihr seht das Ganze einfach mal als Ratgeber, ja, so für ein glückliches und zufriedenes Leben. Wir nennen das einfach The Lord's Life Hacks. Wie wär's? Viel Spaß damit. Das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Appetizer. Wenn ihr alle Gesetze kennenlernen wollt, müsst ihr das Buch mal in die Hand nehmen. So, außer ihr, Gott, mit dabei sind die üblichen Verdächtigen, die wir schon kennen. Also Papa Moses, der mittlerweile hauptsächlich als Kindergartenonkel für die Kinder Israel fungiert. Sein Bruder Aaron, der jetzt der Oberpriester Gottes ist, genau wie seine Söhne. Also Aarons Söhne, die sind jetzt alle Priester. Genauer gesagt, alle Männer vom Stamme Levi, zu denen Aaron und Moses gehören. Das ist ein Erbjob. Los geht's in der Wüste, wo das Volk Israel immer noch rund um die Stiftshütte, hier im Hintergrund rechts zu sehen, also Gottes Wohnmobil auf Erden, kampiert. Und Gott so, also Mo, pass mal auf. Erstmal habe ich hier die detaillierten Vorschriften für alle Arten von Opfern. Brandopfern mit Rindern, Schafen oder Ziegen. Speisopfer mit Mehl, Öl und Weihrauch. Dankopfer Rind, Dankopfer Kleinvieh. Sündopfer, Schuldopfer, Schwingopfer, Hebopfer, Ja? Sorry, ich will wirklich nicht gleich unterbrechen, aber ich glaube, das ist im 21. Jahrhundert nicht so relevant. Na gut. Nur eins. Bei Speis- und Sündopfern wird immer ein bisschen was verbrannt, aber die Priester, also Aaron und Söhne, essen das meiste davon. Oh, super! So, Aaron, und wo du schon mal da bist, wir setzen euch jetzt zu Priestern ein. Ihr werdet gesalbt, kriegt coole Dienstklamotten, die Mützchen habt ihr ja schon auf, und dann opfern wir mal einen Stier. Frage, ja, müssen wir jetzt wirklich die ganze Zeit Viecher abschlachten? Ja klar, ihr seid ja Priester. Ja, aber ich dachte, man kriegt da gutes Essen und hält mal eine Predigt und segnet und so. Nee, wir haben einen Deal und meine Priester tun was für ihr Geld. Also Gummistiefel anziehen und los geht's. Und so legen Aaron und die anderen Leviten mit der Priesterarbeit los und opfern fröhlich. Allerdings sind die Vorschriften ja ziemlich umfangreich und Aarons Söhne Nadab und Abihu kommen auf die Idee, hier komm, wir machen mal ein Rauchopfer auf eigene Faust, Pfanne. Moment, meine Herren, das verstößt gegen 2. Mose 30, Vers 9 und zur Strafe werdet ihr verbrannt. Wie bitte? Ah! Und Gott fackelt sie wirklich ab. Und Aaron so, aber Aaron, Gott hat gesagt, wir sollen tun, was sie sagt. Er, ach. Ja, und falls ich das noch nicht erwähnt hatte, kein Alkohol im Dienst für die Leviten. Oh Gott! Und natürlich ist das nicht das letzte Mal, dass die Priester was falsch machen. Leute, wieso ist denn hier der Sündopferbock verbrannt? Ihr solltet den doch essen! Und Aaron so, Mose, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass ich gerade keinen Appetit habe? Ach so, ja, okay. Also ich gebe euch jetzt mal ein paar Ernährungstipps. Ihr müsst nicht vegan sein, aber wir schränken euren Fleischkonsum jetzt mal ein bisschen ein. Esst einfach nur Wiederkäuer mit gespaltenen Hufen. Was sind denn Wiederkäuer mit gespaltenen Hufen? Also, kein Schwein, okay, kein Kamel, keinen Hasen. Und aus dem Wasser nur, was Flossen und Schuppen hat. Also, kein Delfin zum Beispiel. Aber das ist doch kein Delfin. Ja, trotzdem nicht. Und Heuschrecken sind okay. Oh, das ist ja gut. Und nix, was Tatzen hat. Und keine Maulwürfe oder Geckos. Und das ist gesund so insgesamt? Nee, das sind meine Regeln. Achso, und generell nicht das Blut von Tieren essen. Das machen Juden und Muslime ja bis heute so. Und jetzt gibt es noch ein paar generelle Gesundheitstipps. Wer Kinder kriegt oder, naja, Ausfluss hat, ne, ist für bestimmte Zeiten unrein. Also das ist jetzt eine Frauenregel, oder? Nö, Männer können ja auch Ausfluss haben. Zum Beispiel, wenn sie, müssen wir das jetzt im Detail besprechen? Ja, nee, also gut. In Corona-Zeiten besonders wichtig, Hygieneregeln. Wer Aussatz hat, kommt in Quarantäne. Ich habe hier eine detaillierte Liste, wie der Priester Aussatz erkennen kann. Und der Aaron guckt sich das so an und sagt, Aussatz an Klamotten? Aussatz an Häusern? Ja, das kann alles passieren. Und Aussätzige, wie gesagt, isolieren, waschen und Lämmer opfern. Mäh! Ja, ich weiß, tut mir leid, Hygiene geht vor. Immer sind in diesem Buch die Schafe dran. So, und jetzt noch was Schönes. Rituale sind ja total wichtig für die Beziehungsgestaltung, also auch zwischen euch und mir. Deswegen machen wir einmal im Jahr einen Versöhnungstag, Yom Kippur. Und da nimmst du zwei Ziegenböcke. Und einer davon ist für mich und einer für Azazel. Wer ist denn Azazel? Das musst du nicht wissen. Okay, das wäre jetzt mal der für mich und das ist der für Azazel. Das wird ausgelost. Und auf den Bock für Azazel legt der Aaron jetzt symbolisch die Sünde des ganzen Volks und dann bringt er den als Sündenbock raus in die Wüste. Ja, daher kommt der Begriff Sündenbock. Und der Bock für mich wird geopfert. Mäh!
So, jetzt pass auf. Ich weiß, was in der Erwachsenenversion des ersten Buch Mose so vorkommt. Ich war ja dabei. Aber ab jetzt gilt, keine Ehe und natürlich auch kein Sex innerhalb der Familie. Ja, okay. Keine eurer Kinder werden dem Moloch geweiht. Was ist denn der Moloch? Keine Ahnung, macht's einfach nicht. Kein Sex mit dem gleichen Geschlecht, aber nein. Ja, aber Entschuldigung? Also gut, im 21. Jahrhundert können wir ja nochmal drüber reden. Nein, das steht nicht in der Bibel, sollte aber. Dann noch ein paar Kleinigkeiten. Lasst bei der Ernte immer noch ein paar Reste für Mittellose übrig, gell? Keine Wahrsagerei, Haare nicht rund um den Kopf abschneiden und Bärte nicht stutzen. Hä, sollen wir jetzt alle wie die Hipster mit so Löckchen rumlaufen? Gibt's ein Problem damit? Nein, nein, das müssen wir nur den Friseuren sagen. Ganz wichtig, das Essbarangebot. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Ja, okay. Und ich sag's nochmal, seid nett zu Fremden, ihr wart selber Fremde in Ägypten. Ja, klar, ja. Ach, und noch eine Kleinigkeit, Menschen mit Behinderung können keine Priester werden. Ja, also das ist jetzt aber keine Inklusion. Ja, aber hier, einmal im Jahr machen wir das Laubhüttenfest, Sukkot. Da wohnt ihr eine Woche in einer Laubhütte im Garten, das ist doch schön, auch für die Kinder und für alle so inklusiv, oder? Und was ist jetzt mit Menschen mit Behinderung, die Priester werden wollen? Aber da hat Gott gerade keine Antwort drauf. Wir sind ja auch gleich durch, jetzt mal nicht ungeduldig. Alle 7 Jahre gibt es ein Sabbatical und alle 49 Jahre gibt es ein Erlassjahr. Da werden Schulden R und Sklaven freigelassen und so. Oh, das wird der Finanzindustrie aber nicht gefallen. Ach überhaupt, wenn dein Bruder Schulden hat, dann zahl sie für ihn. Und generell nehmt ihr untereinander keine Zinsen. Okay, wow, jetzt bricht gleich der Sozialismus aus. Ach Quatsch. Wenn ihr das alles macht und euch an meine Regeln haltet, dann werde ich euch segnen und euch geht's mega gut. Wenn ihr das nicht macht, dann gibt's Schrecken, Plagen, Missernten, Krieg, Corona und dann sollt ihr mal schleunigst umkehren und wieder brav sein. Ja, okay, wir haben es verstanden. Und so endet das dritte Buch Mose mit einer Drohung, aber auch mit einer Versprechung. Um es mal nett zu sagen, Gott will, dass seine Leute das Richtige tun. Das Richtige ist heute teilweise anders als damals, aber dass man Prinzipien hat und sich daran hält und dass die für alle gelten, das ist nach wie vor super. Und das, liebe Gemeinde, war das dritte Buch Mose. Vielen Dank. Yeah.